Ladies and gentlemen, welcome to the Power Tower. Sit down and get up in the air with us. Haben Sie jetzt gerade gesagt, bitte fünfmal? Hör mal, das musst du mal beim Hangover sagen. Steigst du ein und sagst, bitte fünfmal, die schmeißen dich nach einmal raus. Und hier machen sie einen Tagesausflug auf. Bitte fünfmal, sonst noch was? Okay, wir müssen jetzt fünfmal. Fünfmal. Wir müssen jetzt fünfmal die Augen auf und zu machen. Achtung, Achtung. Da würde ich sagen, schnell noch einmal die Handinnenflächen beim Nachbarn an der Hose trocken reiben. Die haften dann besser am Bügel und der Nachbar freut sich über so ein kleines Zeichen der Zuneigung. Bei der Dame müsst ihr ein bisschen aufpassen, die hat ein bisschen viele Laufmaschen in den Strümpfen. Da wollen wir mal. Jetzt geht's ready. Aber sagen wir da alle zusammen, na schöne Scheiße. Nee, das sagen wir nicht. Servus! Grüezi! Und hallo! Jetzt macht euch keine Sorgen, das wird schon klappen. Erstens hat es bis jetzt immer geklappt, mehr oder weniger. Zweitens, da ist noch nie jemand oben geblieben. Bis jetzt. Und drittens, der Power Tower ist selbstverständlich TÜV geprüft. 1968. Mein Opa kannte damals den TÜV rüber persönlich. Bei dieser Fernsehsendung auf RTL 2. Extrem schön. Vor der Operation. Schieß mich doch zum Morgen, zum Morgen. Oder schieß mich doch vorbei, vorbei. Wir machen das hier mal. Damit die Frisur da sitzt, wo da sitzt. Hubli, husch. War das so schön kribbeln in der Magen gegangen? Arriba. Grüezi. Moment, die Dame zählt mit. Es ist zwar eine Blondine, aber sie zählt mit. Sie zählt mit. Ich mach noch eine. Wir müssen noch mal. Der junge Mann hier vorne hat seine Haare verloren. Da war wieder ein Engel mit dem Rasierapparat unterwegs. Bada mahala mahala. Letzter. Einer geht's schon. An alle Passagiere, wir müssen Ihnen leider dass oben ohne Sonnenbaden am Oberdeck nicht gestattet ist. Sie sind allerdings herzlich willkommen, sich zu diesem Zweck in der Privatkabine des Kapitäns einzufinden. Vielen Dank. Yes, sir! Yes, sir. Da wollen wir mal, Letzter Schritt. Denn wir durch die Hölle, muss warnen wie der Teufel.